kurz zu mir. Marcel Linge mein Name. Franziska, meine Kollegin, aber ich denke, es reicht einer, der hier vorne steht. Franziska schreibt nachher den nächsten Antrag, weil André hat ja gefragt, wie wir das alles mal machen mit den Fördergeldern. Genau dafür sind wir ein Stück weit da. Also das, was wir machen, ist Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung, Netzwerkarbeit. Und als wir sogar erst am Montag telefoniert haben, was wir denn erzählen, habe ich meine Vorstellung, die wir eigentlich hatten, über den Haufen geworfen und habe gesagt, das, was es hier braucht, nachdem ich die Agenda nochmal studiert habe, das, was es braucht nach den ganzen technischen Vorträgen, die ihr ja alle gemacht habt, und ihr seid ja der absolute Brains, kreative Künstler, Techniker, da gehöre ich gar nicht dazu. Wir sind eher so Betriebswirtschafter und Netzwerker, die ihr alle auch sein dürft. Und der Norbert Rost, glaube ich, ne? Hat so viele Sachen. Ich bin froh, dass ich jetzt erst gekommen bin, weil sonst hätte ich wahrscheinlich aus den anderen Vorträgen noch viele Sachen mitgenommen und hätte meine Folien ganz in den Haufen geworfen. Also du hast so viele Dinge angesprochen, die es halt am Ende braucht. Der André hat ein paar Sachen reingeworfen. Wir brauchen nicht nur Digitalisierung, wir brauchen auch die analogen Kräfte. Und als diese verstehen wir uns, sind seit 2006 am Markt, machen Existenzgründungsberatung im Land Brandenburg, im Kammerbezirk Cottbus, sind an der Stelle finanziert aus Mitteln des Landes Brandenburg und dem Europäischen Sozialfonds, wo wir sehr dankbar für sind, weil wir nämlich den Vorteil haben, dass wir relativ entspannt arbeiten können, werkeln können, so wie sich das andere wünschen. Warum habe ich das Thema gewählt, ehrliche Netzwerke als Grundlage des Erfolgs? Weil ich die Agenda gesehen habe und gesagt habe, es gibt ganz, ganz viele Werkstätten, es gibt ganz, ganz viele Ideen, es gibt tolle Macher. Das, was der Norbert, wenn ich das so sagen darf, ohne Herr Rost oder Herr Dr. Rost zu sagen, das, was der Norbert gerade erzählt hat, ist ja total spannend, aber ich glaube, du kommst ja auch von hier, und das, was wir hier haben, das wollte ich jetzt bloß nicht ins Mikrofon sagen, ist ja eine alte DDR-Kultur, dass wir wirklich aus wenig viel gemacht haben. Opa hat immer gesagt, wir machen aus Scheiß mal Bons, sorry die Wortwahl, aber genau das haben wir ja gemacht, und deswegen ist diese mittlere Technologie, wie du sie gerade beschrieben hast, wahrscheinlich das, was wir besonders gut können. Und darauf könnte man aufbauen. Das, was wir gerne machen, man kann ja Dresden jetzt nicht mit der Lausitz vergleichen, man kann Berlin oder Leipzig nicht mit der Lausitz vergleichen, sondern die Lausitz ist so ein Stück Flächenland. Ich habe hier so ein Seenland im Hintergrund. Die ganzen Seen für sich wären schon ganz schön. Wir sind auch gerade an welchen vorbeigefahren und wir sind trotzdem hergekommen. Und es wäre total schön, wenn wir irgendwann mit dem Boot dann hierher fahren können. Und das ist entstanden, weil die Seen irgendwo miteinander vernetzt werden oder teilweise schon wurden. Und genau das ist das, was wir uns auf der Fläche wünschen, wo wir, das, was du gerade gesagt hast, wie kann es in der Lausitz funktionieren, dass man ähnlich arbeitet wie in Großstädten. Ganz so wird es nicht funktionieren, weil wir haben ganz viele kleine Macher in den einzelnen Regionen, und genau diese sollten auch erhalten bleiben, und trotzdem sollte man über solche Treffen, wie wir sie hier haben, immer mal wieder vierteljährlich, halbjährlich, telefonisch, wie auch immer, oder Technik, Facebook, wie heißt das gerade, Skype, was auch immer, sollte man sich hin und wieder mal verabreden und Dinge miteinander tun. Dass das Ganze nicht so einfach funktioniert, das haben wir festgestellt, weil das, was ich eigentlich vorstellen wollte, war ein Wirtschaftsraum, den wir gegründet haben 2018 in der Stadt Cottbus. Da habe ich den André auch kennengelernt in der Netzwerkveranstaltung, den wir hinblickend auf ein entstehendes Gründungszentrum am Campus, wo Akteure eingebunden werden sollen, das ist die Aussage, sollen, entstehen sollen. Wir haben gesagt, wir möchten gerne darauf hinwirken, und es hat sich dann irgendwo relativ schnell gezeigt, dass es nicht eines Papieres braucht, um zusammenzuarbeiten, sondern dass es den Willen der Menschen und irgendwie den Klüngel braucht, um am Ende vielleicht einen Raum zu gestalten. Deswegen haben wir uns so zurückgezogen. Wir haben am Großenhainer Bahnhof ein neues Gelände gefunden, was wir nehmen. Wir sind ganz interessiert, ganz, ganz viele tolle Leute mit einzubinden, machen das auch nach und nach, existieren da seit einem Jahr. Und ich möchte mal ganz kurz was zum Thema Netzwerk erzählen. Wir hatten wahrscheinlich im Jahr 0001 das Thema, wie kommuniziere ich, wie netzwerke ich. Es war ein Rauchzeichen, es gab immer wieder Kommunikationsprobleme. Davon hat man ein Stück Abstand genommen, man hat sich weiterentwickelt. 1949 mit Gründung der DDR gab es die Deutsche Sowjetische Freundschaft, war mein erster Verein, in dem ich war, bin mit der Wende ausgestiegen, weil es eben nicht
wie man jetzt sieht, kein Sportkanal war oder so ein nettes Netzwerk, was man leben konnte, wenn man es will, sondern man musste es leben in dem Moment, in dem man Jungpionier geworden ist. Wir haben dann 1975 Unternehmensverbände, die ersten, die sich gegründet haben, sehr erfolgreich mit kommerziellen Zwecken. André hat es gerade gesagt, wenig kommerziell unterwegs. Das ist übrigens das Problem, was du hast, wenn du Wirtschaftsförderung ansprichst. Das ist so. Das war mein erstes Netzwerk. Leider habe ich das Bild nicht gefunden, aber mein erstes Netzwerk war die Clique, die man halt heute auch noch mit sich trägt. Sie ist locker, freundschaftlich und deswegen existiert sie eben auch für mich heute noch. Also ich kann heute noch meine Freunde, die ich in der Clique hatte, ansprechen. Wir haben dann irgendwann ein weiteres Netzwerk ins Leben gerufen. Da seid ihr ja alle viel mehr Fachleute als ich und gerade hier in diesem Zuse-Museum als Vorreiter der Computer, sagen wir mal, wo wir das Internet als Netzwerk geschaffen haben. Wir haben dann für uns gesagt, wir brauchen, und der André hat es erst gesagt, wir brauchen nicht nur die Digitalisierung, wir brauchen auch ein Stück weit analoge Netzwerke oder die Menschen, die es machen. Wir haben 2006 das erste Gründungsnetzwerk der Brandenburger Lausitz, für die Sächsische Lausitz kann ich leider nicht sprechen, weil wir da nicht aktiv sein können, zumindest nicht mit der Förderung, die wir uns gewünscht haben. Wir haben ja schon oft über Bautzen und Görlitz und Zittau gesprochen. Also wir sind immer noch dran, es ist noch nicht ganz weg. Wir gucken nach neuen Projekten und auch da auch gern zusammen. Wir hatten dann 2007 so eine tolle Entwicklung des iPhones, sind somit immer im Internet, immer im Netz. Wir haben es ja gerade gesehen, jeder schaltet sein Handy ein und jeder guckt irgendwo im Facebook, wie wir an irgendeiner Stelle 1 Milliarde Seitenaufrufe im Jahr 2010 schon hatten, im Monat übrigens. Alles Netzwerke und wir haben uns gesagt, wir möchten wieder zurück zu dem Analogen und haben 2019 das Netzwerk des Bunten Bahnhofs gegründet, in Cottbus, offen für alle, sehr niederschwellig, wenig technisch, viel Holz, du hattest gerade gesagt, viel Holz haben wir, wir haben viel Upcycling, was die Künstler und Kreativen dort machen. Wir haben den wunderschönsten Kicker der Welt bei uns stehen. Danke André dafür. Also der wird auch redlich genutzt und ist immer noch ganz. Ja, er funktioniert immer noch, weil es halt wirklich ein hochwertiges Produkt ist. Wir haben eine Galerie eingebunden, weil wir gesagt haben, ohne Kreativität, ohne Kultur, keine Infrastruktur, keine lebenswerte Region. Das Ganze direkt am Bahnhof mitten in der Lausitz in Cottbus. Und da komme ich dahin, was sind Netzwerke eigentlich? Also Netzwerke, wie wir es gerade gesehen haben, egal in welchem Thema, sie verfolgen ein Ziel. Egal, ob es die Clique ist, ob das die Deutsche Wettische Freundschaft war oder ob das am Ende das Netzwerk, was wir jetzt hier betreiben, wir verfolgen alle ein Ziel. Und dieses sollte es auch sein, was wir dann alle mit uns tragen. Und wahrscheinlich gehen wir heute Nachmittag noch in ein anderes Netzwerk, keine Ahnung, das Netzwerk, was sich im Sportverein trifft oder wo auch immer. Warum Netzwerke? Deswegen leben wir das auch so intensiv. Wir lernen tagtäglich aus oder dazu. Wir sind wirklich fast jeden Tag bei Netzwerktreffen und alle fragen, warum macht ihr das? Ihr habt ja eigentlich einen normalen Job. Ja, haben wir. Nämlich Existenzgründungsberatung. Wir sind trotzdem sehr, sehr gern hier und wenn es auch nur 1,5, 2 Stunden sind, weil es einfach immer ein Wissensaufwertung ist. Wir werden uns nachher das Fettmobil noch mal genau angucken. Und wir können austauschen, wir können uns gegenseitig motivieren, wie der Norbert das gerade gemacht hat, den ersten Vortrag, den wir gesehen haben. Also ich bin jetzt für Holzboote. Ja, also da bin ich dafür. Meine Kollegin hat gesagt, wir können nicht alles machen, aber Holzboote können wir. Also die musst du noch überzeugen. Da machen wir auch Holzboote. Und das ist für uns so ein bisschen die wichtigste Botschaft. Also was ist, warum und wieso leben wir Netzwerke und wie können wir es machen? Wir können Netzwerke eigentlich nur leben, wenn wir bereit sind, Dinge zu geben, ohne Erwartung zu haben. Das ist also es ist kein Wirtschaftsfaktor. Ne? Du hast es gerade gesagt, wir machen was, um wirklich Spaß miteinander zu haben, um irgendwo eine Region voranzubringen. Und du bist das lebende Beispiel, André. Im Vergleich zu Wirtschaftsförderungsgesellschaften, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, die müssen wirtschaftlich denken, die haben Industriegebiete oder Gewerbeparks zu füllen und du hast deinen Fokus, wie viele andere hier, eine lebenswerte Region zu haben, Work-Life-Balance zu haben und das ist wenig. Es klingt erstmal nach wenig Wirtschaft, du hast es gesagt, das muss man immer noch was dazu dichten und das können wir gerne zusammen mal machen, sodass es am Ende auch für eine Wirtschaftsförderung interessant ist, beziehungsweise für irgendein Ministerium. Also bitte geht irgendwo rein, gebt gern, so wie du es machst, so wie es wahrscheinlich viele von euch machen, ich kenne euch nur alle noch nicht, und erwartet nichts, sondern lebt mit dem, was am Ende kommt und ich verspreche euch, das wird total schön sein.
Und das ist der Punkt, den habe ich noch eingebunden, weil nicht, weil mich andere darum gebeten hat, sondern weil ich sage, dass genau das brauchst. Und wir brauchen diesen Raum. Ja, wir brauchen Räume und wir brauchen keine Räume, die Millionen kosten. Wir brauchen so einen Raum, wir brauchen doppelt genutzte Räume. Wir brauchen aber auch Räume, wo Werkstätten oder wo Maschinen stehen, was wir gerade im Netz gesehen haben. Die kosten natürlich sehr, sehr viel Geld. Diese Räume wird es wahrscheinlich nicht in jedem Dorf oder in jeder Stadt geben, die wird es wahrscheinlich in großen Zentren an Bahnhöfen, das muss nicht bei uns sein, wobei wir das dem FabLab über Umwege auch angeboten haben, zum Beispiel mit dem FabLab Cottbus, eher dann dem Stapler damals mit Daniel Ebert und Frau Seichert. Leider ist es nicht dazu gekommen, weil ich denke, genau da ist der Punkt, wo wir eine offene Werkstatt sind und nicht nur eine akademische Werkstatt, auch das brauchst. Du hattest gesagt, den Vergleich oder die Verbindung zwischen Technikern und Akademikern oder zwischen Betriebswirtschaftern und dem Handwerker, so sehen wir es. Also wir denken, dass der meinetwegen der Elektriker oder auch der Holzbauer reinkommen sollte und sagt, ich habe hier ein Problem und ich weiß es nicht zu nutzen und ihr mit dem FabLab habt den technischen Ansatz, so wie wir ihn wirtschaftlich haben. Und dann kann es wirklich ein riesen Teil werden wie Tesla. Und das hast du so schön beschrieben, dass es nämlich nicht funktioniert. Auch wenn du es versuchen würdest zu reparieren, das finde ich cool, würde ich auch machen, aber ich würde es nie hinkriegen, weil es eben dieser ganzen Menschen braucht, die dieses Produkt hervorbringen. Nämlich der eine kann besonders gut Kicker bauen und der andere kann besonders gut Anträge schreiben. Und das ist das ist dann halt das Tool, was wir als Ganzes darstellen können. Und wenn wir es dafür brauchen oder wenn wir dafür Räume brauchen, dann sollten wir sie schaffen. Wichtig ist, dass wir diese Räume nicht einfach irgendwo aufs Land knallen und sagen, da ist jetzt euer Raum, nutzt den, sondern dass sie von den Leuten gestaltet werden, die diese Ideen vorher haben. Dann werden diese Räume auch gelebt. Und das ist, glaube ich, der Umkehrschluss, den Wirtschaftsförderung verstehen muss, den Politik verstehen muss und den auch irgendwo Städte und Gemeinden verstehen müssen, dass es nicht heißt, ich bastel jetzt hier einen Raum und jetzt müssen doch alle kommen und niemand kommt, sondern werden sie sich in der nächsten Scheune verabreden. Also es muss funktionieren, dass die Leute, die was machen, sagen, wir bräuchten einen Raum, ist es möglich, keine Ahnung, 150.000 Euro zu bekommen, Summe X völlig gleich, wir hätten hier eine Scheune, die wir ausbauen wollen, und dann wird sie auch leben. Ansonsten alles andersrum funktioniert das nicht. Wir haben das jetzt bei diesem Wirtschaftsraum, den wir mitten in der Stadt konzipiert haben, gemerkt. Und wir sehen das auch an anderen Stellen, wo wirklich versucht wird, tolle Sachen ins Leben zu rufen, die technisch sehr gut ausgestattet sind, die am Ende leer sind, weil die Leute es nicht selbst entwickelt haben. Ganz kurz für uns, weil wir noch auch eine Vision haben, das ist unser aktuelles Areal, das stimmt gar nicht ganz, der ganze weiße Aufbau, der am Ende ist, der existiert noch nicht, und die Vision, die wir haben, weil das, was wir können in der Region, ist Spinnen, und das können wir auch ganz gut, und am Ende ist unsere Idee, dass wir von dem Bahnhof in Cottbus aus zum Cottbuser Ostsee, den Namen habe ich nicht ausgesucht, der heißt nun mal leider so, zu einem See fahren und das Ganze mit einer Gondel und die dann am besten aus Holz, damit wir sie mit einer CNC-Fräse bauen können. Also das nehme ich jetzt mit, dass wir den Aufbau, den hatten wir eh vor, der Aufbau, der hier, das hat eine iranische Architektin gebastelt für uns in diesem Netzwerk, auch für Lau. Dafür hat sie einen Kaffee bekommen und war total glücklich, dass sie da hier mitwirken kann. Und dieser Aufbau, den werden wir jetzt nochmal umdenken, dass wir ihn aus Holz bauen. Das hatten wir nämlich ursprünglich eh so vor. Dann ist er ja so ein bisschen technisch geworden, jetzt wird er aus Holz, kriegt dann oben einen Kühlturm, kriegt eine Gondelbahn aus Holz und dann bauen wir das Ganze selber. Also das als Abschluss von uns oder von mir. Und ich wünsche dir und euch allen viel, viel Erfolg bei der Schaffung weiterer Räume. Das, was wir machen können, ist euch helfen beim Schreiben von Anträgen. Das, was wir machen können, ist euch helfen beim Netzwerken und hin und wieder auch beim Motivieren. Vielen Dank. Fragen gibt es nicht. Wer soll jetzt hier was fragen? Also ist ja. Ist das auch hier mit Parallelen zur Hamburger Philharmonie und Millionen? Naja, das kann man, wir bauen es einfacher, schneller und vielleicht bauen wir es auch gar nicht. Also es ist eine Vision, so wie die Holzboote oder die Holzautos. Es ist eine Vision und ich finde, deswegen war das so schön, dass der Norbert gerade vor mir war, dass man gesehen hat, dass auch andere noch Visionen haben. Weil wenn wir sie nicht aussprechen, dann wird es diese Vision ja auch nicht irgendwo mal auf einem Papier bei einer Politik geben. Und wenn am Ende aus, ich glaube, es sind 6 Etagen, die aufgesetzt wurden, 3 Etagen wären, dann ist doch schon mal cool. Und wenn am Ende aus der Seilbahn eine Seilbahn wird, also die würde ich schon gern lassen, dann ist das auch cool. Wenn dann noch ein Pool oben dazu kommt, dann finde ich das mega spannend. Ja? Naja, wir haben hier Schwimmer. Na, aber jetzt sieht es noch nicht so aus, aber wir haben hier hinten, also das kann ich, da hinten ist schon ein Pool, da hier. Ja? Hier ist schon ein Pool entstanden.
Ich komme 5 Meter Durchmesser. Also man kann schon kommen. Wenn man seine Kinder mitbringt, kann man auch baden. Ohne Kinder nicht. Ja? Nee, ohne Kinder von daher nicht, weil das ist ein Kinderpool. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Ansonsten können wir gerne nachher noch Karten austauschen, wenn Franzi welche mit hat. Bestimmt, ne? Unser Netzwerk funktioniert doch, oder?